Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres kleinen Projekts mit World Edit bzw. unserem World Design. Ja, heute möchten wir den Undo Hash erstellen und dazu fangen wir gleich mal an mit einer Hashmap oder einer relativ fetten Hashmap. Weil wir möglichst viele Undo Hashes erstellen wollen für denjenigen und nicht andauernd welche löschen wollen, machen wir Hashmap Player und dann machen wir hier einen Integer. Ich kopiere es jetzt einfach von oben runter. Ich hoffe, das stört euch nicht. So genau, zwei Integers hier eintragen und jetzt haben wir den Player und den Integer und das ist dann newest undo. Warum newest undo? Ganz einfach, weil der neueste undo da immer reingesetzt wird. Das erklärt sich aber auch gleich. Genau. Dann haben wir jetzt hier, gehen wir weiter, dann haben wir jetzt hier Player. Dann machen wir hier Player in Klammern Hashmap in Klammern Integer, Komma Hashmap in Klammern Location, Komma Block. Location und dann Material. Entschuldigung. So, und jetzt fragt ihr euch, wie, wo, was, was ist das denn jetzt hier? Das erkläre ich jetzt gleich nochmal ausführlich. Das ist dann Andus. So, zur Erklärung. Wir werden das gleich so machen. Ich muss eben Material importieren. Ihr denkt jetzt so, warum so eine lange Hashmap? Als erstes, wir haben hier den Player, der hat den Integer, newest undo. So, dann fragen wir über den Player wieder aus dieser Hashmap, über den Integer, den wir hierher bekommen, den newest undo ab. Darüber erhalten wir eine Location und eine Material. Dann werden wir für das Keyset, also aus dieser Hashmap, werden wir dann uns die IDs, wenn wir die Materials übersetzen können, können das undoen. So, und dann können wir den undo wieder löschen. Ja, so, jetzt fragt euch so, was, das ist ja richtig krank. Nee, ist es eigentlich gar nicht. Ich zeige es euch einfach mal. Public static void undo player p. So, dann fahren wir einfach ab, Ausrufezeichen newest noch newest undo.containsKey p da also wenn der newest undo den noch nicht enthält shit also wenn der newest undo den Spieler noch nicht if newest undo contains p so else senden wir ihm eine Message. Dann gibt es ja noch kein Undo. Logischerweise, ne? Also dann können wir jetzt mal hier nothing to undo. Paragraph C. Nothing to undo. Nothing. Ja. Okay, so das haben wir jetzt. Dann newest undo. Dann haben wir jetzt int. Int undo gleich newest undo.getp. Darüber haben wir dann den neuesten Undo, den wir hier rausbekommen können. Dann brauchen wir jetzt halt hier nur noch Hashmap in Klammern Location, Core Material, Undo gleich New Hashmap Location Material. Jetzt müssen wir jetzt halt eigentlich das Ganze, was ich euch ja gerade eben schon erklärt habe, wie ich das vorhabe, werde ich jetzt hier einfach ganz strikt runterschreiben, relativ stumpf, die ist jetzt Undo, ach Undo. Ach, Undo ist da oben schon. Undo. Okay, so. Anders ist gleich undo.get. Ne, es ist gleich undos.get. Get p und get und dann undo. So, damit hätten wir unsere undo und dann müssen wir einfach nur noch hier war kurz, jetzt muss ich selbst eben nachdenken. Genau, jetzt haben wir die anders und dann for in Klammern for location log Doppelpunkt
Location Lock, Doppelpunkt Andos und Keyset. Und dann machen wir einfach Lock.set. Lock.getBlock.setType und dann Andos.getLock. So, ganz easy. Und wir sind jetzt hier mit dem Teil fertig. Aber jetzt müssen wir hier noch hinten eine Nachricht dem ausgeben lassen und den Ando auch noch entfernen, weil wir wollen ja nicht den mehrmals ändern können. Deswegen steht der jetzt hier und B. Undo successfully, fully, so, das haben wir auch. Und dann machen wir jetzt einfach hier nur noch Undos, genau, newest undo.put und dann in diesem Fall p und undo minus 1. Aber kurz, hier genau, if undo größer, größer in 1, ne? Also wenn es 2 ist, dann würde es ja noch 1 ergeben. Ansonsten removen wir das gleich. Else newest undo.remove und da remove wir p, so Problem gelöst. So, und jetzt haben wir hier noch das undos und dann machen wir einfach undos und get p.get undo .remove undo schunk remove undo. So, und jetzt haben wir hier, brauchen wir es nur noch einbauen. Das ist jetzt relativ einfach. Wir fragen hier ab, machen uns hier eine Hashmap Location auf Material und dann undo hash hash gleich new hashmap location material. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Relativ simpel, wir haben uns hier oben das Ganze entfernt, das habe ich ja schon gerade eben erklärt, und hier haben wir jetzt diese undo hash und haben da werden gleich die Sachen reingepackt. So, dann haben wir jetzt hier int new undo newest undo.get ja, genau, plus 1. So, und jetzt müssen wir einfach nur noch hier immer ach nee, jetzt das ist ja mal fies. Müssen wir anders machen hier. Es muss noch eine Hashmap da rein. Ja, wir müssen noch eine Hashmap da rein bauen, fällt mir gerade auf. Hier muss nämlich Hashmap, Klammer Integer, Komma Integer rein. Und das gleiche auf der anderen Seite, weil ich was vergesse und was übersehen habe. Denn, was, stellt euch mal vor, das ist jetzt eine Sub-ID und das würde sonst als Dirt angesehen werden. Ah, das ist fies. Geht undo und da kommt dann stattdessen das hier rein. Das haben wir so und vor undos von Keyset. So, und dann müssen wir hier hier noch was machen. Vor in Klammern kann man eigentlich lock point to string. Lock to vector subtract. Nee. Ja, jetzt kriegen wir nicht hin. Müssen wir anders machen. Weil dann machen wir einfach vor in Klammern vor in Klammern undos.get
log.keyset und hier muss jetzt ins id dot. So. Und jetzt müssen wir einfach nur noch log.getblock und set type id und jetzt sub id gleich das ist ein int und sub id gleich oh scheiße, jetzt wird's richtig lustig. Point get id. Alter, ich glaube, ihr kriegt jetzt auch gerade so einen Brainfuck, genauso wie ich das gerade halt bekomme. Aber ich werde es gleich nochmal zur Erklärung hier reinbasteln, weil das ist, jetzt sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, wo es schwierig ist. So, jetzt ist zur Erklärung, was machen wir jetzt? Wir haben hier den Integer, da wird einmal die Type-ID und die Sub-ID eingespeichert, weil wir mit dem Material nicht immer alle Möglichkeiten abfragen können. So, jetzt haben wir halt hier einmal undoes. Und dann fragen wir halt einfach ab for location log anders keyset, dann kriegen wir die Location. Dann fragen wir anhand der Location, kriegen wir den ersten Integer, die ID, wenn wir es über ein Keyset machen. Über die ID fragen wir auch die Sub-ID ab und setzen das beides. So, das haben wir jetzt hier schon. So, und jetzt müssen wir einfach hier nur noch, hier ist ja jetzt die Location. Und dann müssen wir jetzt, dann müssen wir jetzt hier einfach noch machen, undo hash und put und da kommt dann log und dann new hash map und dann kommt da id, sub id hin. Ist doch ein Integer, oder? Hashmap in Klammern Integer bei Integer war kurz das ist ein US, nennen wir es jetzt einfach gleich New Hashmap. Boah ey, also es ist ein bisschen Brainfuck, aber danach wird es auch gehen. Der Integer fürs nächste Mal ist es dann halt einfacher. Wir müssen dann nämlich das nächste Mal nur noch den Code rauskopieren. US.put und dann ID und Sub ID. Und da kommen US. So, und dann packen wir es dahin. Und das geht dann die ganze Zeit so weiter. So, und am Ende, wenn wir jetzt hier fertig sind, können wir jetzt einfach newest undo put und dann p wie heißt das? New undo. Und davor machen wir aber was anderes, nämlich da machen wir, wie heißt das jetzt? Undos.put p, also p, hashmap, integer, Alter, das ist ja richtig krass, hashmap. Ich mache jetzt einfach nur Integer Hashmap gleich new UX gleich new Hashmap gleich Integer Hashmap. So, wir machen jetzt halt natürlich ein richtiges Wallet, deswegen wird das auch also ausführlich von mir gemacht, deswegen nicht wundern. So, P, da muss dann UX.put und dann kommt da rein new undo und was hatten wir da vorne gerade für eine Hashmap gemacht, wie hieß die? Die hieß US. Muss ich aber hier oben reinpacken und Klammblick. So, und da sind wir wieder. So, jetzt müssen wir hier nochmal Integer, Integer oben reinschreiben und das Ganze machen wir dann hier vorne auf der anderen Seite auch und schon hatten wir, haben wir das Ganze. Jetzt packen wir einfach nur noch den Integer für ein Undo packen wir. Boah, hier ist es ein Integer? Nee, das ist Location, oder?
Location, Integer. Ach, das ist ja Anduhash. Och, ich bin so doof. Ihr seht es gerade, ich habe selbst gemerkt. Ja, und dann kommt hier UX. Brauchen wir gleich P. Und da packen wir rein, dann müssen wir uns eine kleine Hashmap machen. Hashmap. Und dann kommt Integer, Hashmap. Ich mache es jetzt glaube ich nicht ausführlicher. Oder doch mache ich. Aber das füge ich jetzt hier rein. UX gleich new Hashmap Klammern. Da füge ich auch wieder alles ein. Ist auch schon krass, was wir jetzt hier übertreiben sind. So, jetzt haben wir das Ganze. Und dann machen wir UX.put und dann new undo. Und da kommt dann undo hash rein. Und das sollte jetzt gehen. Ja, geht. So, und dann brauchen wir jetzt nur noch hier UX. Und das wird da reingesetzt und jetzt haben wir das Ganze übertragen. So, und jetzt sollte unser undo gehen. Das brauchen wir nur noch new undo, genau, wenn if newest undo.contains key p, so else. Ja, nur 1. So, das haben wir jetzt. Dann brauchen wir jetzt nur noch. Hier haben wir oben schon unser Undo. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch uns in der World Design unser Teil hier ranbasteln. Und dann müssen wir hier gleich 0 abfragen. Hier kann auch übrigens gleich 1 noch bleiben. Hier machen wir Undo draus. Und hier machen wir Undo. Und dann brauchen wir hier nämlich nur noch das und fertig. Jetzt exportieren wir es einmal. Und reloaden den Server. Fertig. Jetzt machen wir hier einmal eine Fläche. Stellen uns mal vor, wir setzen die. Jetzt machen wir slash undo. Slash undo. Ach, ich habe es nicht registriert. Ich bin ganz intelligent. Undo. Doppelpunkt. So, und jetzt ist es registriert. Load. So, setzen wir das Ganze und undoen wir wieder und jetzt ist das Ganze null gesetzt. Das ist okay. Was haben wir falsch gemacht? Also irgendwo ist ein Fehler. Ich glaube, aber ich kann mir schon fast vorstellen, was ist genau. Set Data muss dahin. Ah, traurig, traurig. Da hat der Yellow wieder mal einen Fehler gemacht. So, dann reloaden wir das Ganze. Aber es scheint ja zu funktionieren zu haben. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal setzen wir mal 2. Setzen wir 3. Setzen wir 3 Doppelpunkt 2. Setzen wir 4. Und setzen wir mal 5. So, jetzt machen wir slash undo. Undo, undo, undo. Und er meldet Fehler. Scheiße. Was meldet er für Fehler? Gucken wir doch mal. Null. Nice. Woher kommt denn der Null? Gucken wir doch mal selbst nach. Utils World Design World Utils 34. 34. For Location Lock. Doch und Andos. Vom Keyset. Wie kann das sein? Ach, daran könnte es liegen. Machen wir es anders. Hashmap. Re. Undo. Gleich new
So. Und dann machen wir einfach nur. So haben wir das Ganze. So. Und jetzt müssen wir einfach nur noch. Undos. Punkt. Put. Dann einfach nur P und pre-undo. Und pre-undo.remove. Und da removen wir undo. So. Next, finish, yes. Okay. Dann reloaden wir das Ganze. Und versuchen es nochmal. Hoffentlich geht's diesmal. 4 slash undo. Undo successfully. Warum sagt er undo successfully, wenn das gar nicht sein kann? ID. Habe ich hier was falsch gemacht? Er fragt doch hier. ID US. Unhash. US. Okay. Denn der undo-hash ist dann ox.newundo-undo-hash. New undo ist dabei, okay. Und dann undos.put. Okay, theoretisch sollte es gehen. Was funktioniert denn praktisch nicht? Er überträgt doch theoretisch die ganzen Sachen. 4 undo, undo, undo. Nothing to undo. Warum sagt er mir, aber er hätte angeblich noch immer was zu undoen? Aber undoet es nicht. Ja. Jetzt wird's lustig. Wir machen jetzt einfach nochmal hier. C4, undo. Okay, funktioniert nicht. C2, undo. Funktioniert auch nicht. Okay. Warum sagt der undo successfully, wenn er gar nichts tut? Ja. For location locked, according anders. Get undo. Das sollte doch gehen. Warum geht das nicht? Geil. Okay, also jetzt sind wir doch ein bisschen länger und haben jetzt wieder mal einen geilen Fehler drin. Ich liebe sowas ja. Machen wir einmal eben. Hier wird es doch gesetzt, oder? Hier nochmal gucken. Unhash.put plog. Nee, log OS. OS ist ID, Server ID. Okay. Wieder reingesetzt. Das kommt dann immer wieder für die weiteren Location. Ja. Das ist immer wieder richtig geil. Hier haben wir es hier überschrieben. Was sollte ich. New. Ach, ich bin doof. UX Undos UX, ne? Aber das ist ja richtig dumm. For in Klammern for ins i Doppelpunkt undos Punkt get p Punkt keyset ux Punkt put i Punkt get p Point get i. Ach, nee, hier hat er keinen Fehler geschmissen, okay. Undo's point contains key p. So,
Jetzt sollte auch alter Anders übernehmen, theoretisch, aber ob das jetzt die Lösung des Problems war, bezweifle ich noch irgendwie stark. Ich glaube, es gibt woanders ein Problem und deswegen Reload. Deswegen, da müssen wir nochmal testen. Andu, und er sagt Andu successfully, aber es ist nichts passiert. Okay. Es kann einen aufregen, glaube ich. Halten wir es so fest. Andu Hash. Andus von Put UX. Haben wir. Und Andu Hash ist auch, sollte auch aktuell sein. Wir könnten höchstens zur Sicherheit mal Punkt to String machen. Achso, nee, es ändert nichts da drin. Wo kann das denn liegen? Das muss ja hier irgendwo dran liegen, glaube ich. Es ist ja nichts in diesem Keyset drin von Andos. Wie auch immer wir es nennen, Andos. Was man höchstens machen kann, ist Andos. So, exportieren wir nochmal. Reload. Ist 1, 2, 3, /undo. Und da ist schon der Fehler. Da ist ein Fehler, okay. Also es schmeißt einen Fehler und dann kommt Shitter Run Task. Das wollte sein 33. Null. 33 Main Utils 33 bzw. 36 in der Main. Wo ist was liegt auf 33? Location locked auf anderes von Keyset. Und da bricht er ab. Warum? Gut. Packt doch jedes Mal die rein, oder? Ja, doch. Ali. Was ist denn genau der Fehler hier dran? Okay, also haben wir den auf 1. So, 1. So, sonst. Lol. Holy crap. Oh man, ihr merkt schon, es ist echt ein crazy Thema und irgendwie verkackt man dann hart da und ja gut, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause, schaue einmal kurz nach, wo es liegen könnte und melde mich gleich wieder, damit das hier nicht so lange dauert, während ich hier die ganze Zeit am Überlegen bin und ihr hoffentlich nicht gelangweilt seid. Bis gleich dann. So, und dann melde ich mich wieder mit der dümmsten Aussage aus dem Leben. Ja, wir haben was falsch gemacht, nämlich, ihr seht es auch hier ist ein kleiner Debug-Text gerade, den ich mir ausgeben lasse. Wir machen das hier mal hier zurück, alle Infotexte, die er mir ausgegeben hat. Das ist nämlich so ein typischer Debug, wie man das als Dev macht, um einmal eben hier zu wissen, was hier los ist. Dazu zeige ich euch auch gleich, was wo nämlich der Fehler liegt. Ich habe hier noch vorne auch eine Debug-Message, genau da ist Andu. Und hier ist Andu Hash.size. Und hier seht ihr Sub-ID. Aber wir brauchen log.getBlock. Get data. Das casten wir zum Int. Und dann brauchen wir log. Ihr seht's, ne? Die dümmste Sache, die einem passieren kann. Die dümmste Sache, die einem echt passieren kann. Ich bin echt enttäuscht von mir selbst. Reloaden wir das Ganze. Jetzt machen wir slash set 2. Wir wollen ja nicht slash set 2. Set 2.
Z3, Z3 darf mit 3, Z3 wird auf dem 2. Jetzt machen wir slash undo. Ich undo, es wird und es gibt noch einen Fehler. Time Z1. So, jetzt frage ich mich, warum gibt es noch einen Fehler? Es könnte sein, da das den new undo hier oben den undo nicht richtig zurücksetzt. If undo größer 1. Undo gleich news undo.p put p undo minus 1. Müssen wir mal gucken, woran das liegen könnte. Ich gucke nochmal hier. Er meldet einen Fehler in 36. 36 heißt, oh, kurz wo? Ja, Java util 32. 32 ist das. Gucken wir mal kurz. 32, da will er vor int log. Punkt get log key set. Das heißt, das ist nicht nehmbar. Woran liegt das? Dann machen wir noch noch was bucket point broadcast message und dann machen wir das plus das so und debuggen das mal eben selbst so ganz easy exportieren wir das und ich glaube das Ganze hat jetzt schon so langsam so eine Länge angenommen, die echt fast Überlänge angeht, aber trotzdem muss das gemacht werden und wir wollen das ja auch hier vernünftig machen, deswegen machen wir es so 3.2 und nochmal 5. Das undoen wir einmal, jetzt haben wir undoen wir nochmal und jetzt hat er 1 und 1 geht nicht mehr. Warum geht 1 nicht mehr? Er hat ja in 1 scheinbar nichts drin, halten wir es so fest. Und warum hat er in 1 nichts drin? Das heißt, er hat es ja irgendwie überschrieben. Und die Frage ist, warum? Kann es sein, dass er hier ist irgendwie in der alten... Nee. Warum geht das nicht mehr? Der alte müsste doch noch drin sein mit dem mit der Hashmap. Wir können das ja auch hier einfacher machen. Plus, machen wir hier nochmal plus undo. So, dann reloaden wir nochmal. Z1, Z5, undo. 2211 würde gehen, meldet er einen Fehler in 32. Okay, was ist da der Fehler? Scheinbar kriegt er den nicht undo get p get news undo p. Warum nicht? Ja, das kann gar nicht sein. Das ist ja nur die Abfrage, ob er den erhält. Okay, hier meldet er einen Fehler undo key set. Warum können wir mal selbst einfach mal quick starten? Machen wir einfach mal, lassen wir uns andos.size plus andos.size. So, jetzt machen wir jetzt hier einen Debug nach dem anderen und das mitten in meiner mit in so einem Tutorial. Und ich finde es halt immer traurig, wenn man in den Tutorials das nicht richtig hinbekommt. Aber es ist eigentlich immer so, man verkackt jedes Mal in so einem Tutorial. 2 undo. Okay, davor ist ein International Error. Warum ist davor ein International Error? C und als erstes nehme ich das und mach das und nimm das und das Punkt size. Size so und exportiere es nochmal. Ich habe noch so einen kleinen Hinterverdacht gleich, der eventuell sich bestätigen könnte, aber man soll ja nie zu früh sein. Wann? Ach, schlimm, oder? Wenn man das immer noch mit Word alles vertauscht, 3.2. Slash undo. Slash undo. 11, da vorne kackt er ab. Warum kackt er da ab? Weil er da irgendwie removed wird. Warum wird er da removed?
pre-undo, remove, undo. Da sind alle pre-undos drin. Also alles sollte da drin sein, oder? Integer, ja. Aber, oh, scheiße. Klar. Kein Wunder. Pre-undo gleich undos, get. Und dann müssen wir es mit P machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt gerade gesehen, wo der Fehler lag. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Das ist eigentlich so bitter, was jetzt gerade hier, was hier für einen Fehler gemacht hat. Das ist fast schon wie Anfängerfehler. Was halt immer. Teilweise hat man solche Fehler, die echt dann an den Punkten sind, wo man so denkt, so scheiße, Mann, das kann doch nicht angehen. Und man findet sie einfach nicht. Set 2. Slash Set 2. Set 5, Set 10, und jetzt slash undo, 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 undo. Guck, es geht einwandfrei. Also, wir haben das Ganze. Ich werde jetzt, habe mir das auch vorgenommen, wenn ich jetzt die Replace-Variante im nächsten Plugin drin habe, dann wird das Ganze auch aus Spygit kommen. Könnt ihr auch auf meiner Spygit-Seite nachverfolgen. Ja, viel Spaß damit dem Plugin, auf jeden Fall. Ja, und wir gehen jetzt gleich in die nächste Runde, nämlich wir machen dann morgen, findet ihr dann das Tutorial zum Replacen, was dann natürlich dementsprechend einfach wird, weil wir die meisten Sachen ja schon haben. Also bis dahin, tschüss!